Hi Leute! Wir wollen jetzt die Hawachi Bowl machen. Und Leute, zusammen. Das ist so gehypt. Jeder macht das. Also jetzt macht ehrlich jeder. Du bei Schokolade, aber das kann man nicht machen, weil es diese Fäden nicht gibt. Ja, Emily hätte ich schon mal getestet, ich nicht, aber das wäre so lecker, Leute. Also eigentlich braucht man dafür nur ganz viel Früchte. Also wir können jetzt sagen, eine Schüssel. Also wie? Müllermilch und irgendwelche Früchte. Wir waren vorhin und es gab halt keine Brombeeren oder Erdbeeren oder so, aber dafür haben wir Blaubeeren, Himbeeren und Trauben. Also Trauben habe ich jetzt nicht immer so gesehen, aber wir haben es einfach trotzdem gemacht, weil Traum kann auch lecker sein. Also, und halt eine Schüssel. Wir haben jetzt einfach diese hier genommen. Und danach, wenn man das so umrührt mit dem Eiswürfel, das fühlt sich so cool an. Ich würde sagen, wir machen zuerst Eiswürfel rein. Okay, dann machen wir erstmal die. Ich schiebe euch mal ein bisschen näher rein. Boah, das sind so richtig runde. Alles klar. So, also. Oh nein, die ist ja gar nicht so toll. Ach man. Egal, wir machen sie trotzdem rein. Erstmal rein. Halt mal. Guck, ich bin nur so zur Hälfte irgendwie. Ich kann nicht rennen. Aber das ist ganz schön, das. Und das ist irgendwie ein Planet. Ja. Saturn ist das. Hä, die sind beide zusammen. Nee. Egal. Also die sind doch nicht so ästhetisch, wie ich dachte, aber egal. Die macht jetzt einfach auch noch rein. Boah, wie perfekt ich das da hingestellt habe. Ihr könnt alles sehen. Wir übernachten übrigens gerade. Vielleicht können wir euch später auch noch unser tolles Gemach da zeigen. Kannst du jetzt nicht zeigen. Aber das muss einfach schön sein alles. Ja, perfekt. Und damit das ist ein bisschen wenig, dann haben wir noch einfach so normaler ein bisschen. Dann machen wir das auch noch einfach rein. Also mache eine Dings. Eine von zwei so. Wenn du das jetzt schon reinmachst, dann mach alles rein. Ja. Nee, das reicht eigentlich. Ja, das reicht. Okay. Ich glaube jetzt Müllermilch vielleicht. Wir haben jetzt einfach hier die Erdbeer, weil das machen alle. Und das habe ich letztes Mal auch gemacht. Ja. You can make it. Ich? Yes. Okay, muss man diesmal schütteln? Ja, gut schütteln und genießen. Vielleicht haben wir die Müllermilch, die Mumma. Ich denke immer, dass es funktioniert, aber ich glaube nicht. Oder? Wie soll da Mumma rauskommen? Keine Ahnung, Elektrizität. Ja, genau, da drehe ich die und dann bin ich tot. Stell dir mal vor, man kann das so machen, so eine Kuh macht da so Mu rein und wenn man es auch macht, dann macht es. Oha. Arsch, schaumig. Schaum. Okay, mach rein, das muss man gut hören. Anleisen bitte jetzt. Leute, selbst jetzt guck. Und gleich hört es noch besser an. So, jetzt komm. Ups, ist nicht drauf gekommen. Ja, du machst, was willst du reinmachen? Himbeeren. Okay, ich mach Blaubeeren. Sind wir einfach alle da? Wir gucken einfach ein bisschen, was da reinpasst. Ich mache übrigens Blaubeeren. Ich mach. Die Blaubeeren, Leute, die Blaubeeren haben eigentlich 4 Euro gekostet für so Blaubeeren. Und die haben 3 Euro gekostet. Müssen wir die waschen? Nee, die werden da drin gewaschen. Mach doch so rein. Das Leute, wow. Ich hab euch heute schon so den ganzen Tag darauf gefordert, das zu essen. Natürlich nur die guten Blaubeeren reinmachen, ne? Soll ich die Wale jetzt reinmachen? Ja, komm. Da kommen noch Trauben rein. Oh, stimmt. Aber, Leute, wir haben ein bisschen sehr viele Trauben gekauft, aber egal. Wir machen einfach noch den Strauß noch ab, den ganzen raus. Nee, wir brauchen nicht so viele. Wir machen nur ein paar rein mit diesen Grünen. Mach die ganzen rein. Oh, scheiße. Hilfe, Traube, bleib doch hier. Oh mein Gott, das sieht so cool aus. Das guck mal, schwingt der Strauß. Also hier ist ein bisschen sehr viel voll irgendwie. Willst du mal einen Löffel holen oder so? Um das verrühren so? Ja. Leute, ich habe Löffel. Wir probieren jetzt. Nein, wir probieren noch gar nicht. Wir machen erstmal so rein. Ach so, ja. Okay, ich habe Angst, das alles zu zerstören. Lass mal von unten nach oben so. Wir haben viel zu viel Früchte. Aber eigentlich sind sie auch richtig fett. Aber egal, am Ende ist bei uns auf jeden Fall immer Müllermilch. Unser Saturn. Da ist die Dinge. Das ist so viel Zeug. Wir haben es ein bisschen verkackt. Egal. Ja, egal. Nicht alles ist perfekt, Leute. Lass mal von unten nach oben. Okay, wir haben die ganze Schüssel voll. Egal. Jetzt müssen wir mal probieren. Ich will jetzt probieren. Okay. Also, go. Als erstes müssen wir das einmal so richtig klingen umrühren. Wir müssen hören.
Ja, das sind gerade ein bisschen zu viele Früchte, aber egal. Du musst einfach auf jeden Fall Müllermilch mit dem. Also. Du musst von jeder Frucht ein bisschen. Zusammen. Von jeder Frucht ein bisschen. Und eine Traubenmilch. Ich habe alle drei. Ich auch alle drei. Ja, wir haben sogar selbe Reihenfolge. Okay. Eins, zwei. Ich kann nicht essen, wenn du bist. Eins, zwei, drei. Ich habe Eiswürfel dabei. Boah, ist das geil. Oh mein Gott, Leute, ist das lecker. Ja, die müsst auch probieren. Kauft am besten woanders als in Edeka Blaubeeren. Kann sein, weil wir zu spät da waren. Keine Ahnung. Egal, muss man nicht wissen. Auf jeden Fall sehr lecker. Leute, das müsst ihr ausprobieren. Wir müssen noch ein bisschen übrig lassen, weil wir machen gleich so eine Mädels-Night. Also wir beide, nicht mehr so mehrere, aber also wir Leute, haben das so schön gemacht. Das war voll günstig gewesen. Wir zeigen jetzt gleich, wenn wir alles schön fertig gemacht haben. Wir haben 11 Euro für alles ausgegeben, also ohne Eiswürfel. Die Eiswürfel hatte Julie zu Hause. Aber man, ich meine, jeder bestimmt irgendwelche Eiswürfel zu Hause. Also es muss ja nicht die sein, aber auch solche, die wir jetzt davor hatten. Oh, das ist schon viel. Irgendwie gibt es die meisten Himbeeren. Leute, das ist sehr lecker. Auch mit sehr vielen Früchten ist das, glaube ich, ganz gut. Ja. Mehr. Ja, das war's doch eigentlich schon mit dem Video. Also Leute, das war's auch eigentlich schon mit dem Video. Also man kann jetzt nicht Video, das sind die 4 Minuten, aber egal. Lasst bitte ein Like und ein Abo da. Abonniert auch Emilys Kanal. Und gebt ihr auch ein Like und ein Abo da. Ich verlinke ihn euch unten oder so. Und dann würde ich sagen, bis nächstes Mal. Tschüssi. Ciao.